1891 entdeckte Nikola Tesla die drahtlose Beleuchtung und andere Entdeckungen, die mit hochfrequenten Strömen verbunden sind. Er wurde finanziell von Rockefeller unterstützt. Als Tesla die freie Energie entdeckte und seine Entdeckung der Welt schenken wollte, hörte Rockefeller auf, ihn zu finanzieren. Aber was ist passiert mit all den Forschungen zur freien Energie? Von da an wurden immer wieder Versuche unternommen, andere Methoden zur Erzeugung freier Energie zu entwickeln, wie Strahlungsenergie, Motoren mit Permanentmagneten, mechanische Wärmequellen, supereffiziente Elektrolyse, Kaltschmelztechnologie, solarunterstützte Wärmepumpen unter anderem. Im Laufe der Geschichte gelang es einer Vielzahl von klugen Menschen, verschiedene Erfindungen im Bereich der freien Energie zu machen. Aber mysteriöserweise gab es immer wieder irgendein Missgeschick, das diese Erfindung nicht ans Licht kommen ließ. Der philippinische Ingenieur Daniel Dingell betrieb seine Autos mit Wasser, wurde aber 2008 im Alter von 82 Jahren zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, angeblich wegen Betrugs. Der Amerikaner Stanley Mayer fuhr sein Auto mit Wasser, starb mit dem Schrei »Ich bin vergiftet worden«. Sein Bruder zeigte anschließend den Diebstahl des Autos an. Der Spanier Arturo Estevez Varela brachte sein Motorrad vor einem Notar in Sevilla zum Laufen und schenkte seine Patente dem spanischen Staat. Seine Patente sind beim Patentamt verschollen und von ihm hat man nie wieder etwas gehört. Der Amerikaner Paul Pantone erfand in den 70er Jahren eine Art Reaktor, der mit 80% Wasser und 20% Altöl lief. Ja, sogar mit Kaffee oder Cola konnte sein Motor laufen. Nach einer Reihe von Prozessen wurde er dann nach seiner Inhaftierung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. John Cancius, auch Amerikaner, entdeckte, wie man Meerwasser in Treibstoff umwandeln kann. Er entdeckte zwei völlig revolutionäre Dinge. Als er 65 Jahre alt war, wurde bei ihm Leukämie festgestellt. Und als er sich weigerte, sich einer Chemotherapie zu unterziehen, beschloss er, selbst nach einem Heilmittel für Krebs zu suchen. Und so kam er auf die Idee, Radiowellen einzusetzen. Es war ein voller Erfolg. Er schaffte es, die Krebszellen abzutöten. Und als ob das noch nicht genug wäre, entdeckte er eines Tages in seinem Labor, als er versuchte, das Salz vom Meerwasser zu trennen, dass es durch Radiowellen zu brennen begann. Diese Erfindung hätte uns aus der Energiekrise retten können, aber Cancius starb auf mysteriöse Weise innerhalb von 6 Monaten. Nikola Tesla, wahrscheinlich der größte Erfinder von freien und ungebundenen Energiesystemen in der Geschichte, ist verarmt gestorben. Die meisten seiner Patente, die auf freier Energie beruhen, sind verschwunden. Heute haben viele Erfinder gezeigt, dass wir ohne Öl leben können, indem sie Energie aus anderen Quellen wie Wasser, Luft oder Magneten gewonnen haben. Leider haben die meisten dieser Erfinder immer wieder die gleichen unschuldigen Fehler gemacht und sind im Gefängnis oder unter der Erde gelandet. Fehler wie das Patentieren der Erfindung und die Behauptung, die Rechte daran zu besitzen, die Erfindung einem Finanzier anzubieten, das Auftreten im Fernsehen oder in der Presse, um die Erfindung zu verkünden, der Versuch, einen Politiker von der revolutionären Erfindung zu überzeugen, die Erfindung an einem Staat oder einer Regierung zum Wohle der Allgemeinheit zu spenden und der größte Fehler, das Wissen, die Dokumente und Pläne ihrer Erfindung eifrig für sich selbst zu bewahren und sie mit ins Grab zu nehmen, wenn sie getötet werden. Aber diese Fälle passieren immer wieder. Ende 2013 wurde das Luftauto namens Minicat auf den Markt gebracht und der Chef von Tata Motors, Carl Slim, begann angeblich Selbstmord in Bangkok. Kurz bevor der Markteinführung seines Luftautos. Er stürzte aus dem 22. Stock des Hotels, in dem er wohnte. Das Fenster aber war sehr klein und er musste sich sehr anstrengen, um hindurchzukommen. Es kostete rund $8.177. Der Minicat verwendet Druckluft, um den Motorkolben anzutreiben und das Auto zu bewegen. Die Reichweite beträgt ca. 300 Kilometer. Betankt wurde das Auto an entsprechenden Tankstellen mit speziellen Luftkompressoren. Das Tanken dauert nur 2 bis 3 Minuten. Dank seiner Einfachheit ist die Wartung billig und man kann nicht wirklich verstehen, warum solche Autos nicht von der Regierung bevorzugt werden.
Es ist offensichtlich, dass die Ölgesellschaften und die Regierung, die die Energie kontrollieren, nicht daran interessiert sind, dass diese Erfindungen umgesetzt werden. Allein schon, weil Öl eine gute Quelle ist, um Steuern einzutreiben. Thank you.